Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quickshot! Tutto, ah! Completti! Ja! Tutto completti! Ja, machen wir kleine Würfelspiele und dann haben wir eine raus, ah! Mario, erklär du das Spiel. Luigi, Mario, und los geht's. In Tutto geht es darum, als erster 6000 Punkte zu erhalten. Wie bekommt man Punkte? Naja, ihr würfelt sozusagen eure 6 Würfel und müsst dann Würfel rauslegen, damit der Wurf gültig ist. Hierfür braucht ihr sozusagen, das ist schon mal ein kompletter schlechter Wurf und zeigt, wie man es nicht macht. Denn ihr braucht eine 1, das sind 100 Punkte, oder eine 5, das sind 50 Punkte, oder einen Dreierpasch. Das heißt, würdet ihr jetzt quasi hier 3 Zweier gewürfelt haben, dann wären das hier 200 Punkte. 3 Dreier sind 300 Punkte, 3 Fünfer sind 500 Punkte und schafft ihr es sogar in einem Wurf 3 Einser zu würfeln, sind das ganze 1000 Punkte. Und habt ihr zum Beispiel diesen Wurf hier gemacht, könnt ihr euch entscheiden, den rauszulegen oder auch alle gültigen Würfe rauszulegen. 1000 Punkte. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, wollt ihr noch weitermachen oder nicht? Denn sollte es wieder zu so einem Wurf zum Beispiel kommen, sind alle eure bisher gesammelten Punkte weg. Aber daher nicht genug. Bevor ihr einen Wurf macht, wird eine Karte gezogen und diese könnt ihr sozusagen erspielen. Denn schafft ihr es, in einem Zug quasi einen komplett gültigen Wurf zu machen und jetzt quasi nochmal, das wäre jetzt zum Beispiel hier 5, diese beiden hier, dann habe ich komplett einen Tutto geschafft und habe diese Karte gewonnen. Das heißt, ihr bekommt diese 1000, diese 50, also 150 nochmal dazu, plus diese 600 Bonus. Das kann sich schon rentieren und dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, weiterzumachen. Allerdings wird eine neue Karte gezogen, wenn ihr euch dafür entscheidet. Und sollte so eine Karte kommen, ist der komplette Wurf kaputt und alle Punkte sind weg. Ebenso, wenn ihr dann dran seid, ihr zieht diese Karte, ist der nächste Spieler dran. Dann gibt es noch die Straßekarte. Das heißt, ihr müsst jetzt versuchen, in diesem Wurf eine Straße zu schaffen. Also ihr versucht natürlich, die gültigen Würfe rauszulegen und weiter zu würfeln. Und klappt das nicht, einen gültigen Wurf, also jetzt hier die 2 oder 4 rauszulegen, ist der nächste Spieler an der Reihe und ihr kriegt keine Punkte. Dieses Feuerwerk, da könnt ihr so lange würfeln, bis kein gültiger Wurf kommt und alles wird sozusagen rausgelegt. Und aber ihr bekommt die Punkte am Schluss, egal ob ihr scheitert oder nicht. Dann gibt es noch diese hier, schafft ihr einen Tutto, gibt es die doppelte Punktzahl. Dann haben wir hier noch, müsst ihr hier einen Tutto schaffen. Und wenn ihr das schafft, bekommt der führende Spieler 1000 abgezogen und ihr bekommt 1000 dazu. Wenn es nicht klappt, bekommt ihr nichts. Als letztes gibt es noch das Kleeblatt. Hier müsst ihr versuchen, sogar 2 Tutos hintereinander zu schaffen. Gelingt euch das, gewinnt ihr das Spiel sofort. Ja, Tutto, ein Spiel für 2 bis 10 Spieler steht drauf, 30 Minuten ab 8 Jahren. Von wem ist das eigentlich? Ist das ein italienischer? Steht jetzt gar nicht drauf. Ja, auf jeden Fall gibt es das schon lange. Ja, 94 und ja. Ist jetzt in der etwas neueren noch Variante. Aus der Zeit, als die Autoren quasi unbedeutende Randnotizen der Brettspielgeschichte waren. Irgendwie schon, ne? Aber trotzdem auch. Ich glaube, das ist eine neuere Auflage, aber weil mein Freund Julian, der hat hier ein bisschen ältere mit das ist schon fast so Bernstein, wie heißt das? Diese knochenfarbenen Würfel und hier sind es ja rote Würfel. Ja, aber was kann das Spiel? Ihr erinnert euch vielleicht an unseren Quickshot zu Dragonfarke, ja. Wo wir gesagt haben, das Spiel müsste eigentlich schneller sein, das müsste kürzer sein, es hat zwar ein wunderbares Setting und alles, aber es dauert zu lang. Ja. Dragonfarke hat sich das System angeschaut und gedacht, hey, da bauen wir jetzt ein größeres Spiel drumherum, würde ich sagen. Das war das da, ja. Das ist wirklich auf den Kern sozusagen runtergebrochen. Geil, ja. Oft also, ist mehr nicht besser und Tutto zeigt das Tutti Completti. Es ist wirklich das Push Your Luck at its best und dieser Ärgermechanismus, Stoppkarte, scheiße. Ja? Nächster ist dran, ja. Vor allem dieses, hey, ich habe perfekt geworfen oder dieses Tausender, ja, das schaffst du niemals. Zack, kriegt er den Tutto hin und kriegt die 1000 und der andere die 1000 abgezogen. Also es ist. Es ist super, es kann super knapp werden am Schluss. Ja. Krass ärgerliche Situation und vor allem, wenn man auch so ein Tutu hat, ja, dann denkt man sich, mache ich jetzt noch weiter? Ja, komm,
ich mach weiter, boom, zieht eine Karte, zieht die Stoppkarte, ist alles weg. Also, ne? Also, es ist ein Ärgerspiel ein bisschen, aber es hat, macht so viel Laune, dass man das sofort weiterspielen möchte und ja, richtig geil. Ja, also wenn es wirklich um kurzweilige Würfeleien geht, dann ist Tutor definitiv vorne mit dabei und man kann ja natürlich auch hergehen und kann die Siegpunktzahl für das Ende ein bisschen entweder erweitern oder begrenzen, um die Spieldauer, wenn es einem zu lang wäre, weil letztendlich würfelt man wirklich so 20, 25 Minuten, darauf sollte man sich schon mindestens einstellen, wenn es blöd läuft auch mal 30, aber nicht wie bei Dragon Farkle, wo dann das Spiel halt vielleicht 45 bis 60 Minuten geht, aber auch nicht wirklich viel Mehrwert dann rausgeneriert, außer dass man ein schönes Fantasy-Thema übergestülpt hat. Mit Charakterkarten und so, aber ja, hier zieht man einfach die Karte und los geht's, ne? Die Karte ist eigentlich nur Bonus. Gut, na klar, manchmal muss man drauf reagieren, wie jetzt eine Straße machen, das ändert das System auf einmal, was ich halt ganz cool finde. Und da kann es auch mal vorkommen, dass einer ein zweimal Tutu würfelt bei einem Kleeblatt und das Spiel einfach gewinnt. Also, Glück, ja, es ist glückslastig, aber es ist auf einer sehr coolen Ebene, ja. Das macht einfach Spaß und wenn es klappt, ist geil. Wenn nicht, egal, weiter geht's und ja, ihr müsst halt in 100 dann rechnen. Ja, und es ist fast egal, mit welcher Spieleranzahl man es spielt. Ja. Klar, man könnte jetzt sagen, hier die 8 Jahre, die sind gerechtfertigt, weil man braucht halt die 100er. Wenn das Ganze bloß 10er wären statt 100er, man würde einfach die letzten 0 wegstreichen, nämlich keine Sau in dem Fall interessiert, dann könnte es vielleicht auch schon ein 7-Jähriger mitspielen, eventuell. So ist es natürlich ein bisschen begrenzt oder man muss mitrechnen, aber die locker flockige Würfelei, das ist schnell gelernt, schnell gespielt, kann man gut mitnehmen, braucht nicht viel Platz. Empfehlung. Es braucht doch nur einen zum Rechnen. Ja, genau. Ja, also, nee, Tutor ist old but gold, ja, hab's mir jetzt endlich auch in die Sammlung geholt und... Tutti completi, genau. Ist von vorne bis hinten ein gutes Spiel. Ja, wie heißt es auf Englisch? Make a... Nee, wie hieß es? Bust, irgendwas mit break and bust. Irgendwas bust. Ja, wenn man es bei Boardgame Geek lockt, denkt man, hä, wo ist es denn? Da heißt es irgendwie anders. You busted? Ja, irgendwie sowas. Irgendwas mit, ja. Wir blenden es euch ein an dieser Stelle. Hoffen, euch hat das Video gefallen, so wie uns das Spiel gefallen hat. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns zum nächsten Quickshot wieder. Genau. Bis dahin, macht's gut. Tutto. Na.